Ja. Hier komme ich jetzt wohl nicht weiter. Was machen wir denn? Wir gucken mal kurz ins Inventar, was haben wir denn hier alles? Mal gucken, was Boso alles mit sich rumtreibt. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Was? Ach nein, das ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Schampon. Ein Schampon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Wahrscheinlich, ja. Zahncreme, Kopfkissenbezug, Fischmesser, Bosos Anzug, Kleiderbügel, Shampoo. Wir gehen nochmal zur Rezeption. Oh! Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Was will der denn hier? Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppeni-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Mammut, fluppeti flupp. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Super. Das hätte ins Auge gehen können. Oh. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Gol. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Alter, das ist unfassbar. Aber hier steht die Tasche. Kann ich, machen wir hier so ein Indiana-Jones-Ding draus? Geht das? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Was? Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha. Geld. Papiergeld. Papiergeld. Vielleicht können wir das Papiergeld tauschen gegen, dem darf ich wahrscheinlich auch nicht begegnen, nehme ich mal an, mit dem Typen auf dem Klo gegen das Klopapier. Weil der wollte ja was Weiches haben, oder? Das Geld ist bestimmt weicher wie das Aufgeraute und so. Hier, damit geht's bestimmt. Ja. Oh, das ist aber weich. Sag ich doch. Danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist jetzt? Klopapier? Was ist das? Ein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut. Inside-Mensch. Halt, stopp! Bleib stehen hier ständig. Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Hat's mal gerade Pock gemacht, nicht schlimm. So, wir gehen mal aufs Klo. Wie es da stinkt. Gott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Okay. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Wow, der hat ja noch nicht mal abgespült. Nee, dann nicht. So. Zimmer, was machen wir? Wir könnten. Wir haben doch jetzt Kleingeld, gell? Ja. Vielleicht kriegen wir eine Pastete. Automat, genau. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Zu groß.
Können wir das abfeilen? Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Abgeschliffene Münze. Passt die jetzt? Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Du hast jetzt eine Pastete. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Warum? Aber den können wir noch ein bisschen verarschen. So, was haben wir hier eigentlich? Das ist die Heizung. Ach, ich muss sie alle auf blau stellen. Wie war das nochmal? Ach, das ist doch scheiße jetzt. Obwohl, warte mal jetzt. Nee, ist wieder nicht. Wieder nicht. Ich krieg die Krise. Wie krieg ich die alle auf? Scheiße. Resetten kann ich das gar nicht, gell?
Stunden später. Ja, wo geht's denn hier hin? In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Hä? Bist denn du? Pelikan, das ist nicht mal verrückt, das ist maximal milde merkwürdig. Irgendwas für den Pelikan? Außer Messer? Ich weiß es nicht. Pastetenautomat. Können wir hier noch irgendwas machen? Leck. Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Dum-di-dum-di-dum. Wieder die Mitte frei. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Ja, ich würde ja gerne, aber ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Es fehlt immer die Mitte. Ich krieg die nicht die Mitte blau. Das gibt's doch gar nicht.
Okay. Ich krieg's nicht gebacken. Es ist zum Kotzen, echt. Ich verstehe es aber auch nicht. Wir gehen mal hoch. Wir gehen nochmal hier zu den ganzen Chaoten. Gucken, ob wir bei denen irgendwas machen können. Dem brauche ich noch das Glas auf jeden Fall. Was ist denn hier? Da hängt ein Handtuch. Komm ich aber nicht dran. Was war denn das gerade? Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ja, nun. Kopfläuse? Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen verfeinern. Pasta auf die Pasteta. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Was meint er jetzt? Als Truff, oder? Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha. Fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Und das Salz noch drauf machen? Das ist zwar langweilig, aber na gut. Upsi! Da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Wie Maden? Warte mal, Maden? Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Laberababer. Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Ja.
Ich weiß nicht mit dem hier. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, ja, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Naja, gut. Jetzt können wir nichts machen, dann gehen wir nochmal zum Gespenst.